Und da sind wir im nächsten Part von VIP 5. 5. Und was nicht dieses cool, Level cool hat wieder ein cooles Gimmick, was aber auf Dauer, ja, das, also es ist ein interessantes Level, keine normale Festung. Was stand in der Messagebox drin, Mr. Spoiler? Na, dass dieses Level labyrinthartig aufgebaut ist. You see? Ich sehe aber die unterschiedlichen Farbgebungen. Ja, genau. You see how it is schwer zu erkennen. Tolles Englisch, ne? You missed something. Komm ich da nicht so rum? Ich komm doch jetzt... Ups. You missed something. Warte doch mal, ich komm doch so hoch. Verdammt. Sehe ich doch. You missed something. Oh. Nötenblück. Mensch. Nein. Ach, langsam tut's in den Augen weh. Ich hoffe, auf YouTube tut's nicht in den Augen weh. Es tut jetzt schon dir in den Augen weh. Ja, ein bisschen. Das ist immer, ich weiß nicht, das sind so Sachen. Manche Sachen vertrage ich problemlos, so wie dieser Dings gestern, aber das hier, wo ich mich so extremst anstrengen muss und dann auch den Bildschirm ein bisschen so anstarre, das tut dann irgendwann weh. Also wenn das dir schon in den Augen weh getan... Ah nee, das kann man jetzt hier gar nicht mehr. Ich erzähl Blödsinn. Ich dachte, da käme noch was Extremeres dann. Hier ist auch schon die vorletzte Yoshi-Coin. Hattest du nicht schon mal 4? Ja klar. Ja, ich hatte schon mal 4 und zwar im letzten Level. Ich weiß nicht. Hattest du nicht? Nein, ich habe keine verpasst. Erzähl keinen Scheiß. Oh. Sag mal, willst du mich verästern? Nee, heute nicht. Oh, das heute sind, kein das, Erfolg. Das sind von allen Seiten natürlich. Hm. Hätte ja auch mal nett sein können. Ach nö, das Leben will ich nicht. Ja, aber hier könnte irgendwo ein Yoshi-Coin sein. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hier zwischen. Ja, oben, ja, da oben. Kein Thema. So viel letzte zu Yoshi. Der vierten und ja, vielleicht gibt's ja 6. Hm? Ja, dann ist es auch egal. Ja. Weil der Kreis wird ausgelöst, wenn du das Leben durch die Yoshi-Coins bekommst, nehme ich an. Nein, es geht nicht um das Leben, es geht um die 5, nicht unbedingt das Leben. Naja, gut. Aber das Leben wird ja ausgelöst, wenn du 5 hast. Stimmt. Das könnte sein, aber es hat dann nichts mit dem Leben zu tun. Naja, egal. Ja, du hast den Kreis. So, jetzt kommt das Castle. Ups. Hätte ich fast Continuous out safe gemacht, das wäre bei 99 Leben natürlich total tragisch gewesen. Das Cast ist im Vergleich zur Welt recht unspektakulär, weil... Oh, Super Mario Bros. Wobei, es ist Super Mario Bros. 1, das ist cool, ne? Oh, ist das episch. Ja, okay, dann ist es episch. Aber wenn es 3 episch. Wenn es 3 gewesen wäre, hätte es auch nicht episch gefunden. Nee, 3 ist ja dann der Stil von 3, aber das ist ja der Stil von 1. Ja, stimmt. 1 dann, ist ja episch. Stimmt. Wie findest du 2? Tja, 2 ist so eine Sache. Ich mag 2. Ja, 2 habe ich nie komplett gespielt, deswegen. Müsste auch ein Let's Play. Ich hasse in 2 die Abschnitte mit den Masken. Ja. Und ich glaube, ich habe immer so weit gespielt, bis der erste Abschnitt mit der Maske kam oder so und dann hat es immer aufgehört bei mir. Mhm. Ja, kann ich, wenn mir mal langweilig ist, kann ich das mal Let's Playen oder wenn ich mal Platz habe oder weiß ich nicht. Weißt du dann, wie es weitergeht oder ist es dann sogar blind? Nee, blind ist es in dem Sinne nicht, als dass ich es bestimmt schon mal komplett irgendwie in irgendeiner Form gesehen habe. Ich kenne ja auch den Boss, diesen Frosch da. Aber ja, okay. Gespielt selbst wäre blind, ja. Ja. Schreibt doch mal in die Kommentare von diesem Part, ob ihr denn ein Let's Play von Super Mario Bros. 2 sehen wollt. Ja, das schreiben alle nein, weil alle das Spiel hassen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, würde nämlich auch jetzt nicht so gern. Nur wenn es jetzt wirklich alle wollen, dann könnte ich schon sicher machen. Ich meine, sicherlich ist es jetzt kein richtiges Mario, ne? Aber ja, ich meine, das ist egal, weil ein Spiel kann auch darum gut sein, ja, dass es ein Mario ist. Genau, darum geht es auch nicht. Es ist jetzt nicht so mein Favoritenspiel. Sagen wir es mal. Nee, das nicht.
Aber ich finde es auf jeden Fall besser als 3 Also und ich besser würde es als nur spielen, 1. wenn jetzt alle sagen, oh, ich will das unbedingt sehen und das Spiel ist so toll und spielt genau du das. Ich meine, es gibt doch schon 1000 Let's Plays davon. Also gut, es gibt es von Ja, Wim5 da auch, hast du aber... das. Von Wim5, ja, aber nicht so Stimmt. viele. Oh. Naja, Ich will da rein. nicht so. Deutsche nicht so viele, nee. Naja, gut, ja, aber. Nur welche, die du. Fast nur welche, die du kennst, Leute. Also komplett zumindest. Naja. Es gibt natürlich so ein paar kleinere, die 3 Parts ja, bei gemacht haben Cool und dann gibt es zum aufgehört Beispiel echt haben. kaum was. Der Cooler Kuh gibt es ein vollständiges deutsches Let's Play. Tja. Aber das ist doch klar, warum keiner das. Ich geh mal kurz aufs Klo, mach mal weiter. Yo. Zu viele Details. So. Dann bin ich wieder Alleinunterhalter, wie gestern im Zinger-Part. Ach ja, war schön. Ach ja, gestern im Zinger-Part habe ich ja gefragt, wie ihr das Projekt findet und ob ihr es gut findet, dass ich das so spontan hochgeladen habe. Ich habe es ja direkt den Tag danach hochgeladen, weil mir aufgefallen ist, dass ich Cooler Cool noch gar nicht aufgenommen habe. Aber jetzt kam dann ja... Morgen kommt dann ja der nächste Cooler Cool-Part. Also morgen ist schon vor vielen, vielen Tagen, weil das hier ist jetzt ja mittlerweile der 11. oder 12. Part von VIP 5. Deswegen bin ich da jetzt eben ein bisschen durcheinander. Aber mit Cooler Cool geht es jedenfalls auch wieder in den nächsten Tagen weiter, von diesem Zeitpunkt aus jetzt gesehen, von dieser Aufnahme aus gesehen. Gab es in diesem Yoshi-Coin eigentlich Münzen? Ach, gab es in diesem Schloss eigentlich Yoshi-Coin-Münzen? Ich glaube nicht, weil das wäre sonst schlecht. Oh yeah, der ist ja einfach. Hui, stirb. Oh. Naja. Okay, ich glaube nicht, dass es hier Münzen gab, das wäre sonst blöd. Gucken wir mal. Ja. W. Nein, gab keine Münzen. Okay. Super. Wieso kann ich denn hier in der Mitte stehen? Ist da was? Ne, da kann ich gar nicht rein. Ach, ich kann hier nach unten laufen. Guck mal. Habe ich gar nicht. Wäre mir jetzt fast nicht aufgefallen. Und hier ist wahrscheinlich wieder so ein Yoshi-Haus. Ne, hier ist wieder so ein Ding, was mir Messageboxen, wo mir irgendwas erzählt wird. Aber da weiß ja, ich nicht, was da drin steht. In einer von den Messageboxen stand zum Beispiel das, mach hier links noch das Level, genau, Living on the Deck. In einer der Messageboxen stand zum Beispiel das. Ist das an Living on the Edge angelehnt, vom Namen her, oder ist das einfach nur. Nein, das ist einfach auf dem Deck leben. Ach so, okay. Das sind jetzt die Gleise. So, und danach. Machst du dann bitte die Himmelswelt weiter. Weißt du noch, wo die Ja, waren? Danach gucken wir erstmal, wie viel Platz noch ist auf der Platte. Weil, nach diesem Level sind wir dann an der Stelle, wo die Wege dann zusammenführen. Achso. Jetzt auch nach der Himmelswelt dann. Da ist ja toll. Weil wenn du jetzt dann das nächste Level schon spielen würdest, was hier danach kommt, hättest du einen erheblichen Schwierigkeitsanstieg und das wollen wir ja nicht. Nö, wir das wollen ja erst die Himmelswelt sehen. Genau. Ne? Ui. Allein schon wegen der epischen Overworld und allein schon wegen den 2 epischen Puzzle-Leveln. Richtig, richtig, richtig. Die so richtig toll sind und lange dauern werden. Du sagst es und ich glaube, ich verliere hier jetzt einfach meine Blume, weil es mir jetzt gerade auf den Keks geht. Ach, guck mal, verlieren wir doch gleich noch das nächste. So. Aber schön, 2 schlimme Level in der Himmelswelt kommen wir heute, wenn dann eh nicht mehr. Das sind in der zweiten Hälfte. Die erste Hälfte sind ja die normalen Sky-Level. Ja, müssen wir sehen, was heute noch kommt. Also, heute ist ja sowieso relativ... Ach nee, wir haben schon 0:38. Wir haben schon... Oh, ich will gar nicht heute in die Uni, ey. Das, naja. Mal gucken. Oh, ich will gar nicht heute aufstehen, da haben wir jetzt schon keinen Bock. Aber ich kann ja ausschlafen. Ich kann ja wieder bis um 12 Uhr oder so schlafen. Bett, dann musst du auch nicht aufstehen. Ich... Du. Ja, genau, ich gehe nicht ins Bett. Dann musst du nicht aufstehen. Wenn du nicht aufstehen willst, geh nicht ins Bett. Ich mach doch nicht die Nacht durch, Problem bevor solved. Ich in Urlaub fahre. Wenn ich auf morgen, dann schlafe ich im Auto. Nicht. Richtig. Ich will aber nicht im Auto schlafen. Oh, warum nicht? Weil im Auto schlafen lame ist. Weil mir davon schlecht wird im Schlaf und ich dann einen schlechten Traum träume. Oh, das ist ja doof. Ja. Warum wird in diesem Zug Wasser kutschiert?
Weil die wir müssen Wasser mitnehmen, weil wir haben nichts zu trinken dabei. Ja, das ist ein Zug nach Afrika, die bringen den Wasser, beschwer dich doch nicht. Ja, und ich schwimme da drin rum. Lecker. Ja, und der Zug schwimmt auch im Wasser und gerade genau. Eben war da unten. Ja, aber du siehst doch hier die Wüstenberge im Hintergrund, die sind so ein bisschen... Ah, jetzt bin ich drin. Ach, nicht Scrolling. Scrolling. Das Level hat übrigens kein Secret Exit. Das weiß ich auch. Frag mich nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Keine Ahnung. Okay, ich frag dich einfach nicht. War das in Mario GIFs Up 2, wo so ein Zuglevel war, wo man an einer Stelle einfach nach links in das Ding reingehen musste? Ja, da konntest du in den Waggon reinlaufen. Ja, das war auch ein ganz toller Secret Exit, nicht? Naja, er ging, wir haben ja nur ewig gesucht. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es war. Das war ein doofes Level. Ihr habt das, glaube ich, auf Zufall gefunden. Ich habe das so ewig dafür gebraucht. Ich glaube, wir haben das auf Zufall gefunden, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich hab das so ewig für die Scheiße gebraucht. Oh, ich finde die Zuglevel eh nicht so toll. Ach, Mist. Scheiß Zahn! Manche finden die ja total geil, aber ich finde die jetzt nicht so toll. Die hier oder allgemein? Allgemein Zuglevel. Ja, weiß ich nicht. Ist langweilig. Langweilig nur nicht. Na doch, ist irgendwie nichts Besonderes. Boah, ja, ich reiß mir den Arsch auf, wenn hier jetzt eine Yoshi-Coin fehlt. Aber es könnte eigentlich gar nicht sein. Huch, was seid ihr denn? Pokies. Die VIP-Pokies sehen so aus. Mit Mütze. Oder sahen die ganze Zeit schon so aus? Ja, nur gelb. Ach so, Eis sind die jetzt. Ah, hier ist jetzt alles Eis. Ich verstehe. Der Zug fährt nicht nur, der Zug ist so lang, der fährt durch alle Jahreszeiten. Hm. Auch durch die Jahreszeit Höhle. Hm. Und Fasching. Vergiss nicht die fünfte Jahreszeit Fasching. Stimmt, durch Fasching fährt er auch. Und zwar. Da kommt gleich dann noch so ein rosa Abschnitt mit ganz vielen Masken. Und dann Partymusik. Ja. Ach, ich fliege jetzt, es reicht's. Das so. Fasching ist auch so was Sinnloses, was wir nie gefeiert haben. Aber in Bayern ist das ja. Sowas, oder? War das bei euch so das gefeiert? Das ist doch gerade also, in Nordrhein-Westfalen wegen Köln und Alav und hier. Ja, ja, stimmt, hast ja recht. Also hier wird es auch schon ordentlich gefeiert, klar. Jetzt ich nicht, aber. Und auch Karneval und so, ne? Ja, klar, aber das ist, also da ist es ja. Oh! Bei uns ist sowas nicht cool. So üblich. Also da. Die sind ja süß. Nee, bei uns wird das kaum gefeiert. Wirklich. Gib mir meine Feder, danke. Also auf den Straßen merkst du da nix. Ja, naja. So, und hier ist dann nämlich die Kreuzung später. Gut, dann gehen wir da jetzt nicht mehr hin. Sondern gehen in die Himmelswelt. Und guck dir erstmal die epische Overworld an, hier rechts unten. Oh, es ist so geil. Nice, ne? Hübsch, wie die Ranke hochgeht. Hm. So, ist da das Level schon? Oh, kein Yoshi für mich. Nee, das ist noch nicht da. Das ist das Intro-Level in die Himmelswelt. Wieder so ein stinknormales Level halt. Mit Yoshi-Coins? Ich glaube, ja. Ach, das war gar kein Yoshi-Coin, das war ein Chuck. Ach nee, doch, ja, ich habe die Yoshi-Coin gesehen, okay. Hm. Ich war gerade schon irritiert. Hä? Ah. Ach, Slow-Mo! Fraps! Und ich dachte gerade schon, das wäre ein Level mit einem ganz tollen Gimmick, aber das kommt erst danach dann. Ja, genau danach. Entscheide ich jetzt mal, ob du Slow-Mo machst oder nicht, danke. Ja, dann mach eben Slow-Mo. Ach. Ja. Ach, das Level ist langweilig. Ja, nur sorry, was falls es ein bisschen langsam alles ist, ich kann es gerade nicht ändern. Ihr kennt das ja. Ja, und ich hole mir gerade noch was zu trinken. Okay. Tut an. Dann bin ich wieder der Alleinunterhalter. Yay! Hallöchen, wie geht's euch denn? Ich glaube, ich habe hier 1000 Sachen schon verpasst. Ich habe hier den Eindruck, dass hier oben ganz viele Yoshi-Coins gewesen wären. Der Gedanke gefällt mir nicht, deswegen
checken wir das jetzt mal ab. Ja. Jetzt wird er wieder schneller an der Stelle, na klar. Ja, jetzt. So, so, so und flieg! Oh. Und flieg. Flieg. Hm. Jetzt flieg! Na, das reicht noch nicht. Ich will da hoch, verdammt. Kann ich hier unten Anlauf nehmen irgendwo? Nee, hier kann ich auch nicht gut Anlauf nehmen. Und wir haben grandioserweise nichts im Kühlschrank, außer Bier. Und ich wette, ich habe hier ganz viele. Naja, du hast ja Leitungswasser. Ich trinke da jetzt auch kein Leitungswasser, ich trinke jetzt nichts. Man trinkt halt nichts. Ich wette, ich habe da oben ganz viele Yoshi-Coins ausgelassen. Wettest du? Ich wette. Weil ich bin unten lang gegangen und oben lang ging es aber auch. Und... Naja. Deswegen gehe ich jetzt mal zurück. Ja. Ja. So viel dazu. So, dann nehmen wir hier mal Anlauf und fliegen von hier aus eben mal los. Auf 5 einen Anlauf nehmen, das ist auch so ein Spaß. Sag mal. Na, endlich. So, da war die eine. Da waren bestimmt noch mehr. Ganz sicher doch. Ganz sicher doch. Meine Oma frisst Füße. Oder auch nicht. Hier waren wir. Sie frisst Füße. Okay. Nico, sag mal. Ey. Manchmal frage ich mich schon, ob bei dir alles in Ordnung ist. Ja. Ja. Oh, vor allem hier Fraps. Also in dem Level ist Fraps wieder mal hier, beziehungsweise Fraps plus TeamViewer in Bestform. Muss man einfach so sagen. Ja. Dann mach doch einfach Fraps aus. Lässt doch eh nicht hoch. Genau. Mhm. Ich glaube, das liegt an der Farbgebung, oder? Ich weiß nicht. Das ist immer. Ach, der hat eine Angel. Mhm. Das ist ja auch lol. Ja, du weißt, wie sie in VIP 1 und 2 aussahen. Ja, Penis. Die. Nee, die nicht. Die hatten. Doch klar, die hatten den Penis und haben den dazu geschleudert. Ja, genau. Die hatten alle so. Also den. Ja. Na, es gab auch welche, die geschissen haben. Ja, das waren aber andere. Was waren das dann für Chucks gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Es war in vielen VIP-Teilen auch anders. Also es war immer mal anders. Vielleicht war es auch in einem VIP-Teil so und im anderen so. Ja, ja. Ist ja auch egal. Ich hab doch schon wieder hier was verpasst. Da oben war ist alles auf jeden Fall sehr toll. Verdammter Mist. Ich brauche eine große Fläche zum Anlauf nehmen. Ich muss zurück. Aber so ganz ohne Chucks mit Penissen ist es auch doof. Also sie hätten ruhig wenigstens ein paar einbauen können. Wenn du Penisse sehen willst, kannst du auf andere Seiten gehen. So. Habe ich hier mal das Machtwort gesprochen? Ja, das ist auch eine Variante. Schon, ne? Nee, aber ich bin ja hier total, also ich habe ja ganz komische Fantasien. Es geht ja um die Katzen mit. Ne, weißt du, oh, das ist. Das also, nächste! Und das sind mal, da haben wir es alle. Gut, sehr schön. Och, und das ist das Levelsende. Endlich! Ich hoffe, die nächsten Himmelslevel sind nicht so Framerad-lastig. Das wäre echt kacke, weil das ist furchtbar zu spielen gerade gewesen. Schwitz. Haben wir hier jetzt alles. Ja, danke. Ja. Gut, dann beenden wir den Part an dieser Stelle. Freuen uns fürs Zuschauen. Quatsch, bedanken uns fürs Zuschauen und sagen tschüss. Aua, nee, Spaß. Nee, aua nicht. Ich bin ja nicht in Naila. Ich kann ja hier, wenn... Gestern habe ich mich immer so zurück und dann habe ich wieder... Naja, egal. Ja, tschüss. Tschüss.